Es ist eine wichtige Unterschrift für das kommende Jahr. Antje Mödner-Schmidt und das Sana-Herz-Zentrum verlängern ihre Zusammenarbeit. Dafür haben die Leichtathletin und der Geschäftsführer des Herzzentrums Sadik Tarstan gestern ihre Unterschriften unter den Vertrag gesetzt. Damit bleibt Sana ein weiteres Jahr ein wichtiger Partner von Antje Mödner-Schmidt. Für mich ist das wieder was ganz, ganz Besonderes, dadurch, dass es einfach nicht selbstverständlich ist, dass so ein Sponsorenvertrag wie jetzt mit dem Sana-Herz-Zentrum immer wieder mal verlängert wird. Auch bei den Höhen und Tiefen, die wir jetzt miteinander schon durch haben. Bei anderen Sponsoren wäre es halt nach einem Jahr vorbei gewesen. Und hier ist das einfach irgendwie auch sehr, sehr herzlich und alles, dass das einfach zusammenpasst und wir immer wieder zusammen oder jetzt mittlerweile seit 5 Jahren zusammenarbeiten und das ins nächste Jahr, 6. Jahr mit reingeht. Die Zusammenarbeit zwischen der Leichtathletin und dem Herzzentrum ist 2011 gestartet. Damals hatte sie den Lymphdrüsenkrebs besiegt und war gerade vom Sportclub Potsdam zum Leichtathletikclub Cottbus gewechselt. Der erste Sponsoringvertrag wurde dann zum 01.01.2012 abgeschlossen. Seitdem wurde er immer wieder verlängert. Das Sana-Herz-Zentrum will Antje Mödner-Schmidt als aktiver Partner bei der Verwirklichung ihrer sportlichen Ziele helfen. Deshalb auch die erneute Vertragsverlängerung für 2017. Hat sich bewährt, bin ich fest überzeugt, für beide Seiten. Wir haben eine Plattform, wo wir die Aktivitäten unserer Klinik auch präsentieren können. Und Frau Antje Mödner-Schmidt hat in uns natürlich einen verlässlichen Partner, der sie in ihren Höhen und Tiefen, wie auch in der Vergangenheit gezeigt, begleitet. Und jetzt freuen wir uns auf die nächsten gemeinsamen Etappen. Antje Mödner-Schmidt wird bei ihrem Training von Ulrich Hobeck unterstützt. Der Vizepräsident des Leichtathletikclub Cottbus ist so ein wenig wie ein Mentor für die Athletin. Er weiß auch genau, wie das Training nach den etwa 1,5 Jahren Pause durch Verletzungen und Schwangerschaft angegangen werden muss. Jetzt sind wir dabei, nach dem allgemeinen Grundlagentraining, was wir jetzt angefangen haben, ohne großes Lauftraining, aber wir haben muskulär was getan, sind schwimmen, wir haben ein Walking gemacht und all diese Dinge. Ich glaube, ab Januar werden wir sehen, wie sie das verkraftet mit dem Joggen, mit dem ganz langsamen Laufen wieder. Wie verkraftet das die Muskulatur und der ganze Bewegungsapparat? Da sind wir dabei, ab Januar das ein bisschen zu forcieren. Antje Mödner-Schmidt hat sich für die nächsten Jahre klare sportliche Ziele gesteckt. 2017 steht ganz im Zeichen von Training und Rückkehr zu alter Form. Das ganz große Ziel ist für sie die Teilnahme an den Europameisterschaften in Berlin 2018. Das Sana-Herz-Zentrum wird sie auf diesem Weg auf jeden Fall aktiv begleiten.